Hallo meine Leute, und da sind wir auch wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich hatte mal Bock auf das Let's Play. Oh, und was hat der? Na, diese Plakatschmerzen in meinen Augen. Was für ein dilettantischer Haufen von hasenherzigen Feiglingen. Speier. Was steht denn da? Rekruten gesucht, beschützt mit uns den Frieden und sorgt für Gerechtigkeit. Rekrutenausbildung Wisken. Ach so, ja. Stimmt, die hatten ja so einen Prozess. Haben wir ja gesehen. Mit dem Bürgermeister. So, wir gehen jetzt endlich mal zu der Fee, wo wir hin wollten. Aber hier gibt es noch schnell was. Und zwar. Gab's hier noch was? Gab's irgendwo noch was? Eine Fee oder so? Oder kam die nach? Na, auf jeden Fall gab's hier noch eine Fee, eine kleine. Kisten! Und ich bin gerade durch die durchgelaufen, warum auch immer. Naja, okay. Oh Mann, das laggt heute ein bisschen. Naja, okay. Ah, es ist wieder weg. Gut. Die Indiegogo, was ist das denn? Die Zora-Band, die Indiegogos. Die den Tiefsee-Sound mit ihrem Ohrwurm zurückgebracht haben, treten beim diesjährigen Karneval auf. Nähere Infos gibt's bei Madame Aroma. Also bei der Frau des Bürgermeisters. Gut zu wissen. So, hier ist die Fee. So, wir gehen mal kurz was gucken. Wir haben letztens hier die Maske hier gekriegt. Von Kafais. Und der wird ja gesucht. Und wir haben ja immer diesen Jungen gesehen. Ich glaube, das war er. Mit der Fuchsmaske. Ziemlich komisch. Das müssen wir jetzt auch nochmal schnell machen. Ach ne, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen ja dieses eine Buch. Dieses Notizbuch, was er mal erwähnt hat. Aber okay, gehen wir erst zur Fee, wo wir als hin wollten. Und gucken uns mal hier um. So, sie ist wieder verletzt. Aber sie hat gesagt, wenn wir in der normalen Gestalt wieder sind, kann sie uns helfen. So, hier ist die Fee. Und da sind wir auch wieder, große Fee. Was hast du uns denn heute anzubieten? Oh, Taya und du, junger Freund. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Jo, kennen wir schon. Aber jetzt gibt's uns halt was Neues. Oder? Nö. Hä, warum denn? Oder kriegen wir das jetzt? Oh, junger Freund, vier Tempel beherrschen das Land. In ihm findest du die verirrten Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde die und bringe sie zu den Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Ah, gut, da kriegen wir. Das ist nämlich eine Maske. Das ist eine Maske, in denen, wenn wir sie aufhalten, können wir verirrte Feen finden. Und die sind in den Tempeln. Es sind immer 10 oder 16 Stück. Oder? Irgendwie so viele waren das. Die sieht man dann, wenn man in den Dungeon halt ist. Mit der Maske können wir sie orten. Oder anziehen sogar. Jo. Ja, okay. Ja, komm. Gut. Was haben wir denn jetzt noch vor? Was können wir denn noch machen jetzt? Kurz überlegen. Ja, toll. Eine Sequest haben wir schon verkackt, das sehe ich. Gerade auch wegen der Uhrzeit. Ah, genau. Ich kann euch ja mal ein paar Secret-Lieder zeigen. Es gibt zwei Secret-Lieder, die mit der Zeit zu tun haben. Zum Beispiel. Nee. Moment, ich hab's gleich. Das ist die Ballade des Kronos. Damit können wir die Zeit verlangsamen und dann haben wir mehr Zeit. Das ist auch da, wo die 1 steht. Da unten. Das ist jetzt blau und nicht mehr grün. Das heißt, dass die Zeit langsam ist. Das ist ziemlich cool. So. So, gehen wir mal raus hier.
waren genug in der Stadt. Drei Parts lang waren wir schon in der Stadt. So, ich mache noch eine kleine Ankündigung hier. Was waren da oben? Und da ist der Hund. Okay, es lag irgendwie nur hier. Naja, gehen wir mal schnell raus hier. Los. Gut, es geht hier. Hallo. Stehen geblieben. Hast du etwa in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht erlauben. Ein Schwert? Bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, sie wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erschrecken sich die Sümpfe im Dämmerwald. Sei bitte vorsichtig. Geil, nur weil ich ein Schwert und ein Schild in der Hand habe. Was ist, wenn ein ganz normales Kind ein Schwert in der Schild auf dem Rücken trägt? Darf er dann auch einfach rausgehen? Lächerlich. Aber besser als gar nichts. Termina. Ebene von Termina. Endlich. Das ist hier die Overworld. Es ist nur ein Kreis, wie man auf der Karte sieht. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Karte hiervon habe. Cool. Ja, toll. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann mal was gegen die Lags tun kann. Ein Schleimi. Ich hoffe, das hört man nicht. Da kam gerade ein ziemlich lautes Auto. Ja. Naja, wir sind jetzt hier nicht als am Kämpfen. Wir suchen mal ein paar Sachen. So sieht es aus, wenn man sich verwandelt. Er schreit aus tiefster Seele. Oh, ich habe mich voll umsonst so gemacht, oder? Geht so. Los, los, los. Und da ist eine Pflanze. Ja! Gut gemacht. Und dann finden wir hier 20 Rubine, glaube ich zumindest. Jupp. Sauber. Hopp. Pff, was war das denn für ein cooler Bug? Egal. So. Hier gibt es auch wieder diese Löcher am Boden. Also hier die wir da vorne sehen, hier. Da. Da können wir ja halt diese Bohnen einpflanzen, diese Wundererbsen, aber die kriegen wir ja später. Beziehungsweise gleich. So, machen wir kurz eine Rückblende hier. Oh, was ist das? Das Horror-Kit. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tael und ich haben das zusammen mit dem Horror-Kit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie ihn einfach im Stich gelassen. Traurig. Es regnet und die versuchen sich jetzt hier irgendwie, naja, in Sicherheit zu bringen vor dem Regen. Oh, dem ist kalt. Oh, das Horror-Kit. Jetzt kuscheln sie, um sich warm zu halten. Und so wurden sie alle Freunde. Und wie immer Salias Lied im Hintergrund. Das hat ja auch was mit Freundschaft zu tun, würde ich mal sagen, das Salias Lied. Aber irgendwann wurde er böse anscheinend.
Das hat mich nicht auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber das ist nur, dass sie so. Aber dass er nur. Das hat nur etwas zu tun. Jo, und er kam halt zum Maskenhändler hier. Natürlich musste er gerade diese Maske nehmen. Und als es dann in den Besitz des unglaublichen Macht gelangte, ich höre als eine Kuh. Ja, komm. So. Aber hier wollte ich noch nicht rein. Da müssen wir zwar rein, aber da bin ich noch nicht rein. So, da ist wieder ein dummer Gegner. Und wir erhalten den Deku-Stab. Kennt man aus Ocarina of Time? Mann, hier wird man ja nur genervt. Bam! In der Luft zerplasht, ey. Okay. Da, wo ich hin will, das sind wir gleich da. Denn wir holen uns jetzt ein weiteres Herzteil. Gehen wir nicht auf die Eier. Dankeschön. So, hier kann man runter wegen den Schmetterlingen, das sieht man. So, und wir kommen in diese Höhle hier. Mit einer Killer-Ananas. Kennt man noch aus Ocarina of Time. Und die sind übel hier. Die sind hier ziemlich böse. Sag nicht... Du hast noch nie eine Killer-Ananas gesehen. Denk dran, dass hier ein Wurzel... Ja, das ist der wunde Punkt. Der Wurzel hier. Wir müssen, die darf uns nicht an... Also, die darf uns nicht erwischen. Das zieht... Die zieht übelst viel. Zumindest in diesem Teil. Ja. Okay, Deko-Nüsse haben schon mal keine Wirkung. Oh, oh. Oh, nice. Und nochmal. Sprungattacken zieht immer zwei Schläge. Zack. Zack. Alter, die hält übelst viel aus hier. Sprungattacke. Und tot. Boah, die ist sogar explodiert. Übel. Und eine goldene Kiste erscheint. Sauber. Was haben wir denn da drin? Einen Herzteil. Und wir haben ein komplettes Herz hier. Glaube ich zumindest. Ja, klar, muss so sein. 3, 4, gut. Ist richtig. Und wir kommen wieder hier hin. Nee, auf dich habe ich keinen Bock. So. Ja. Dann gehen wir mal weiter in den Wald. Hier kann man eigentlich noch viel mehr machen. Aber wir machen jetzt mal ein bisschen weiter. Boah. Wir finden gleich noch ein Herzteil. Warum bist du eigentlich hier? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du musst doch irgendwas bewachen hier. Natürlich, da ein Loch. Das haben die schon schlau gemacht. Ja, ist ein bisschen offensichtlich, aber schon schlau. Das ist wohl toll. Komm runter, Feigling. Ja, wow. Wie gesagt, die sind hier viel schlauer. Boah, fies. Wow. Ja. Stirb. Nur... Hier kommen wir noch nicht weiter. Aber diese Räume sind auch noch wichtig mit den vier Steinen. Der Weisheit, glaube ich, heißen sie. Oder sie heißen einfach nur Boing Oing. Glaube ich zumindest. Weiß ich jetzt nicht. Naja, okay, gehen wir mal hier weiter. Denn wir wollen ja endlich in den Sümpfen. Um...
Was müssen wir nochmal holen? Irgendwas müssen wir da holen. Nur wir wissen nicht so richtig was. Okay. Ja. Nachts kommen hier immer Wölfe. Also hier in der Gegend auf jeden Fall. Und ich muss, glaube ich, endlich mal gegen diese Fledermäuse. Da oben bewacht er auch eine. Aber der bewacht das nicht umsonst. Okay, wir müssen mal kurz zum Deko-Jungen werden. Erstens, um den zu töten. Bam. Zweitens, um den da zu töten. Was schießt du denn dagegen? Gut gemacht. Dann können wir hier hoch. Und da oben befindet sich ein Herzteil. Ja. Eigentlich ganz okay. Für den Anfang. Und hier ist noch ein Loch. Gucken wir auch mal gerade mal nach, was hier so ist. Aber ich verwandle mich mal zurück. Ich kann nur mit dem Link hier so gut kämpfen. Und noch mit einem anderen Charakter, aber den lernen wir erst noch kennen. Wie hast du mich denn jetzt erwischt, bitteschön? Schnell hol dir die Kiste mit den 20 Rubinen. Oh, nice. Warum die andere jetzt lebt, weiß ich jetzt auch nicht. So, hoch. Mit dir. Und das wieder Tingle. Sauber. Die werden sich immer wieder neu regenerieren, diese Schleimviecher hier. Oder Wasserviecher. Aber erst wollen wir zu Tingle. Tingle, bist du da? Bitte mit treffen. Sauber. Tut mir echt leid. Aber wir brauchen dich. So. Hi. Nanu, grüne Kleidung, heiße Fee. Mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe. Ja, das kennen wir alle schon. Der sagt immer dasselbe. Aber wir wollen eine neue Karte. Wir wollen die von Dämmerwald. Denn da gehen wir jetzt hin. Du hast die Karte von Dämmerwald erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du besser zurecht. Jupp. Tingle, tingle, Kululumpa. Ja, das sind deine Worte, die dürfen wir nicht klauen. Und das Viech hat sich gerade regeneriert. Und wir müssen hier lang. Und wir haben noch ein Herzteil gesehen. Und ich werde gleich einen kurzen Cut machen, damit wir das Herzteil auch holen können. Damit es einfach besser ist. Denn wir wollen ja alles auf 100% machen. Ich zeige euch dann auch wieder, wie man das holt. So. Aber erstmal wollen wir hier rein. Was hat der Herr denn? Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen. Echt? Ach so, ja, klar. Ja. Ja, wie gesagt, das will ich gleich erzählen. Was macht denn das fette Viech da? Das blockiert den Eingang. Okay. Und wir kommen zuerst. Ich wollte nicht mit dir reden. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich will dir was erklären, du störst mich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt habe, aber ich werde jetzt immer halbe Stunden Parts machen, weil das Spiel, naja, von den Sidequests lang ist. Och, was willst du denn? So, und die hier aktivieren. Damit wir halt speichern können. Ju. Gut. So, gehen wir mal in das Haus da oben. Oder wir gehen da links weiter, aber naja, okay. Erkunden wir erstmal das schöne Haus.
Schön. Gut. Infocenter. Verflucht, wo ist er bloß? Dieses verwöhnte Balg schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Womit denn? Hoch, nimmst du das zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Info ist kein Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Botschaft als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Plakaten erhältst du an den Schalter gegenüber. Probier es aus. Okay. Kums Bootfahrt. Bitte fragen Sie Magilan zur alten Schachtel. Am Rande des Sumpfes. Zur alten Schachtel. Das ist der geilste Name, ey. Ja. Zur alten Schachtel. Okay, dann gehen wir mal zur alten Schachtel. Ich weiß nicht, ob wir schwimmen. Nee, das ist nicht zum Schwimmen gedacht. Das ist eher hier für den Kleinen. Ich will nicht mit dir reden. Nein. Was? Hä? Okay. Du wolltest erst mich als belästigen und dann macht er nichts. Wie gesagt, diesen Trick hier mit dem Turbo. Sehr nützlich. Ui. So, wo ist denn der Magieladen zur alten Schachtel? Okay, anscheinend nicht. Vielleicht der da drin. Zur Magieladen zur alten Schachtel. Sauber, wir wollen zur alten Schachtel. Stirb! Du auch? Ein paar Dekonüsse sammeln? Ja. Ohne dass es lag, danke. Ja, das HD Texture Pack sieht schon geil aus hier. So einen leichten Windbreaker-Style, jo. Naja, ich glaube, viele mögen diese Grafik nicht. Aber ich finde sie halt okay. Ich mag halt nur manche Gesichter hier nicht. Aber sonst? Besser als diese alte Grafik. So. Ich weiß nicht, ab welchem Part der Juli dazukommen wird. Wir haben halt der hat halt selten Zeit. Habe ich schon mal erklärt. Joa. Und da ist der Mond, der immer so böse guckt. Soll ich euch mal sagen, dass der Mond ein leichter Pedo ist? Der guckt nämlich immer... Der ist immer hinter dir. Der ist immer hinter ein. Hallo. Ja, es gibt also ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen. Die Tränke sind speziell für den menschlichen Körper rezeptiert worden. Es tut mir leid, aber du bist... Muss wohl... Achso, ja. Toll. Toll. Naja, aber das ist ein ziemlich cooles Easter Egg. Denn diese Hexe hier und die andere, die Kuh, das sind ja die Endgegner. Das sind ja von der Queen of Time, von einem Tempel, die Endgegner. Die Bosse. Naja, okay. Das Herz werden wir doch verschieben und ja, wie gesagt, das können wir ja reden. Willkommen. Meine Tränke wirken gut. Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech, Kuhm ging in den Wäldern, um nach Pilz zu suchen. Wenn ich es mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben. Alles klar. Also nach den Wäldern. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Obwohl, die sind auch Tränke. So, wo geht's hin zu den Wäldern? Wir kamen von da. Also gehen wir noch da. Würde ich mal sagen, ne? Ja, passt schon. Warum soll ich denn auch zurückgehen? Das wäre voll unnötig. Wälder der Mysterien. Vorsicht, gefährliche Schilder. Oh nein. Holen wir mal unser Schwert raus. Wird sehr nützlich sein. Und Salias Lied erscheint. Ah, die sind so aufgebaut wie die verlorenen Wälder. Du mir folgen? Ja, wir dir folgen. So, dann folgen wir mal den Affen. Vielleicht führt er uns zu der Dings. Und da sind schon mal die bösen Schildkröten.
Geh weg, ich habe keine Zeit. Und da ist gerade schon der nächste Affe. Schnell. Nicht von denen erwischen lassen. Mann, Affe, warte. Oh, das war knapp. Okay. Dann hier lang. Okay. Und da ist die ja, aber die ist ja wirklich verletzt. Oh, aua, hilf mir. Was denn? Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eines übergezogen kam. Dieses nervige Horrorkind hat es etwa geglaubt. Ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen. Oh, au, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde. Jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du hast doch nichts dabei, was Energie wiederherstellt, oder? Nein. Ja, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Ah ja, okay. Ja, und hier geht's halt nicht weiter. Das sagen auch die Schilder hier. Aber wir müssen wieder raus. So, da sich ja die eine Sorgen gemacht hat, die alte Schachtel bei dem Laden, da Kuhm verletzt ist, gehen wir mal hier hoch. Wir gehen wieder zu ihr und sagen ihr, dass sie verletzt ist und sie braucht wieder Energie. Jo, ab zur alten Schachtel. Ich mag diesen Namen. Ja, sie ist verletzt. Willkommen, meine Tränke wirken wie immer gut. Ja, das freut mich. Wie war's? Das Horrorkind hat Kuh mir getan? Das ist doch lächerlich. Das Horrorkind würde ihr doch niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr den Trank besser geben. Jupp. Ja, du hast rotes Elixier erhalten, ja. Super rot, es ist Silber. Rotes Elixier stellen deine Energie wieder her, ja, wieder anlegen. Rasch bringe diesen Trank und nicht selber trinken. Nö, meine Herzen sind voll. Und Kum hat vielleicht nur noch ein Viertelherz. Ah, stellt euch vor, die Menschen hätten auch solche Herzleisten und müssten. Obwohl, da würde man unendlich lang leben, oder? Jo. Es sei denn, man wird totgeschlagen, man hat keine Fee dabei. Jo, dann werden die Menschen auch im Arsch. Naja, deswegen hätten sie dann bestimmt mal einen Trank dabei. Bla bla, jetzt folgt mir nochmal. Schon will er mich verarschen, ey. So, dann gehen wir wieder hier lang. Das ist besser, wenn man den Weg kennt. Dann kommt wieder so eine nervige Schildkröte. So, die ging nach hier. Ne, die ging geradeaus, die ging geradeaus. Und wieder ausweichen. Lol, die hat gerade irgendwie kurz gebackt. So, wir sind wieder da. So, und der Affe geht irgendwo hin. Jetzt ist wieder rot. Los, hilf mir endlich. Ja, hier. Ah, diese Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kontakes. Trank. So heißt die andere Hexe. Und Link, ich will gerne meine Flasche zurück. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Kuhm ist wieder da. Kamehameha! Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eine Freifahrt verdient. Da lacht sie schön. Ja, danke schön, Kuhm. Das freut mich sehr. Und dann gehen wir halt zum nächsten Mal zu dieser Bootsfahrt. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn ja liken und so weiter. Diesen Kanal unterstützen. Neue Freunde sind immer gut oder Fans, wie auch immer.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.